Hey Leute, ich bin's wieder, Ali. Im letzten Part haben wir PSI-Kräfte erlangt und nun testen wir sie aus dieser fliegenden Maus. Ich zeige euch erstmal, was Lukas so drauf hat. Mit den beiden Skills kann Lukas die Offensive sowie auch die Defensive der Partymitglieder erhöhen. Dann hat er noch Life Up kann er die HP der Partymitglieder erhöhen. Und Healing, damit kann man Krankheiten heilen. Alle außer AIDS. Und PK Love. Comboni. PK Love ist Lukas Spezialattacke. Und wie ihr seht, ist das eine AOE-Attacke, die alle Gegner auf dem Bildschirm verletzt und tötet. Vernichtet quasi. So. Komm her, komm her, komm her, ich biete dich. Wow, das hat lange gedauert. Okay, falls ihr es vergessen habt, unsere Mission ist, nach Club Tidibu zu gehen. Pizza! Nach Club Tidibu zu gehen und dort einen Mann zu finden, der so aussieht wie das da. Und herausfinden, ob das wirklich das da ist. Und wir haben hier schon wieder so eine Scheißmaus. So, was steht denn hier? Bitte könnt ihr Graffitis auf Schilder malen, wie zum Beispiel Hotdog oder Hundefutter. Okay. Ich habe gerade sowas von keine Lust zu kämpfen, weil ich will in diesem Part noch bis zu Club Tidibu kommen. Könnte knapp werden. Wow, eine sprintende Bombe. Das können wir gebrauchen. So, wie ihr seht, habe ich auch viele sprintende Bomben in Lukas Inventar, weil ich die vorher gekauft habe. In der Stadt. So, jetzt haben wir eine mehr. Und wo habt ihr das gesehen? Felix! Verschwinde! So, tut mir leid, meine Karte. So, ich wollte sagen, wenn wir ankommen, dann müssen wir... Oh. Das Lustige ist, man kann echt angefahren werden. Ich zeige euch mal wie. Denn wenn man hier außen rum geht und Lukas schaut auf die andere Seite und dazu kommt von hinten. Batsch! Und wir sind wieder in der Stadt bei Mr. T. Wir haben Mr. T enttäuscht. Ich habe dich gewarnt. So viel dazu. So, und jetzt hört ihr mir gut zu. Das ist ein Kettle Snake. Ihr werdet nicht gegen das Ding kämpfen, denn es ist Level 40. Ich selbst habe mit Level 21 keine Chance, ehrlich. Ich kann es ja mal probieren. Ich werde jetzt gegen einen Kettle Snake kämpfen. Ich tue es nur für euch. Ganz ehrlich, ich tue es nur für euch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sterben werde. So, ich probiere es einfach. Eigentlich kämpft man gegen einen Kettle Snake erst ab Kapitel 5. Ganz ehrlich. Dennoch. Ich will euch nur demonstrieren, wie viel Damage es macht. Hier kommt die Berserker-Attacke. Und das ist eine OE-Attacke. Jeweils 80, also ungefähr 80 Damage. Das ist... Ich werde mich mal kurz heilen, Lukas. Also, Boney müsste gleich schon tot sein. Also, Boney, greif mal ran. Also, vielleicht kann ich es ja wirklich besiegen. Aber wenn ich kurz vor dem Tod stehe, dann werde ich auch weglaufen, ehrlich. Oh nee, Boney. Naja, Boney ist tot, wie ich das, naja, prophezeit habe. Lukas heilt sich selbst mit PK Life ab. Und wir haben hier auch ein paar Sprinting Bombs. So. Ganz ehrlich, ich werde jetzt all meine Sprinting Bombs verbrauchen. Ganz ehrlich. Ich tue es für euch. Weil ich habe das Gefühl, ich kann diesen Gegner wirklich besiegen. Okay, mal sehen, wie lange Lukas das überhaupt durchhält. Wir haben hier noch ein paar. Scheiße, es hält sau viel aus, aber es ist noch Level 40. Oh shit, Lukas tut Mortal Damage. Das heißt, schnell heilen, sonst wenn die HP-Rate bei 0 ist, sind wir tot. Die HP sinkt, aber während sie sinkt, kann man sich ja heilen. Habe ich das schon erwähnt? Wenn nicht, hab ich das jetzt. Holy! Sag mir nicht, wir haben gerade Level 40 Monster besiegt. Scheiße, wir bekommen über 500 Experience und Lukas ist gelevelt. Hammer. Fuck, ich muss aber Boney wiederbeleben, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich war kurz beim Hot Spring, habe Boney wiederbelebt und uns geheilt. So, nee, gegen dich werde ich nicht kämpfen. Nee, vergiss es. So, und nach Club Tidibu zu gelangen, muss man... Nein, nicht gegen dieses Monster kämpfen. So, nur mal schnell checken, was sich in diesem Geschenk befindet. Ein Brötchen. Wir benötigen das nicht. So. Jedenfalls wäre hier der Bahnhof. Wir hätten auch mit dem Zug fahren können, aber das hätte Geld gekostet und das wäre auch sauteuer. Na, ich mach nicht blau. Ich bin eher der Typ, der ein Auge auf die Leute hat, die blau machen. Ja. Was gibt's da zu grinsen? Tja. Da drückt sich jemand von der Arbeit. So, apropos Arbeit. Das ist eine Vending-Maschine.
Hier könnt ihr Items kaufen, das ist echt interessant. Aber hier gibt es keine guten Items, nur Antigift und so ein Zeugs. Also, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, hier ist eine Fabrik, hier könnt ihr... Ja, einen Teilzeitjob erledigen. Denn um in das Club Teddybo zu gelangen, muss man hier arbeiten. Ja, so sieht's aus. Und somit bewerben wir uns für einen Teilzeitjob. Unsere Aufgabe besteht darin, in die Untergrundpassage zu gehen und Claimants, die keine Energie mehr haben, nach oben zu transportieren. Ja, das ist eines der langweiligsten Parts im ganzen Spiel. So, jetzt fragt er uns noch nach unserem Namen. Nein, 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 nicht dein Name. Ich meine, du weißt schon, der Name von... Ja, der Name von der Person im Hintergrund. Der Drahtzieher könnte man meinen. Also, was ich damit meine... Der Name des Spielers. Ja, genau. Er deutet uns an. Den Spieler. Und ja, ich bleibe bei Ali. Ruckdiska? Ruckdiska? Groß, Ali. Ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Ich kann mich wohl an meinen eigenen Namen erinnern. So. Jetzt lass mich an die arbeiten. So. Und Boney, der darf nicht mitmachen. Der hat einen eigenen Job zu erledigen. Ah. Ja, komm, mach hin. Denk an das YouTube-Zeitlimit. Mein letztes Video, was ich hochladen wollte, das musste ich zweimal hochladen. Weil beim ersten Mal war das Video zu lang. 11 Minuten und 1 Sekunde. Eine Sekunde zu lang! Ärgerlich, sage ich euch. So, und hierher müssen wir die Claimants transportieren. Und Boney hat einen noch viel langweiligeren Job als wir. Okay. Das ist der Fahrstuhl, damit bringen wir die Claimants nach oben. So, jetzt suchen wir es. So. Wenn das Lämpchen über einem Claimant leuchtet, dann ist dieser in Ordnung. Wir müssen die suchen, die ein Lämpchen haben, was nicht leuchtet. Denn die haben keine Energie mehr. So, nein, dieser ist in Ordnung. Ja, dieser ist nicht in Ordnung. Der hat keine Energie mehr. Und jetzt schaut euch das an. Wir müssen diesen verdammten Claimant mit unserer eigenen Kraft schieben. Und weil das ewig dauert... Kirby Time! So, das waren alle drei. Wir haben unseren Job erledigt. Wuhuhu. Gut. Ja. Er bedankt sich bei uns. Eine schöne Musik ertönt. Yeah, wir haben unseren Teilzeitjob erledigt. Ist das nicht wunderbar? Hey, Moment mal. Warum lädst du ihn nicht auf? Aber die anderen beiden hast du aufgeladen. So, jetzt will ich mein Geld haben. Komm her. Erstmal will ich mein Ticket haben zum Club Teddybo. Ich will nach Club Teddybo. Nur deswegen arbeite ich hier. Das Geld ist mir egal. Got a ticket! 200 DP, nicht schlecht. Hat sich doch gelohnt. Gut, dann kann ich ja gehen. Den ödesten Part des Spiels habe ich hinter mir. Auf geht's nach Club Teddybo! Okay, wie es aussieht, habe ich die ganze Nacht in dieser verdammten Fabrik verbracht. Und hier ist der Item Guy, wie ihr seht. Der Item Guy, ja. So, auf nach Club Teddybo. Aber erstmal kämpfen wir gegen ein Monster, welches wir in der Regel nicht besiegen können. Victunia, eine Pflanze mit 3 Schweineköpfen. Ja. Ist Level 35 somit nicht so stark wie das Kettle Snake? Mit über 300 HP hält es viel aus. Aber zum Glück beherrschen wir Kombos. Aber es macht auch viel Damage. Ich denke, eine Bombe wird nicht nötig sein. Ich werde ihn jetzt einfach fertig machen. Oh. Okay, wir haben ihn besiegt. Und wir erhalten 182 Experience. Und Boney ist gelevelt. Nice. So, um die anderen Gegner kümmern wir uns ein anderes Mal. Das ist die Location, in der wir uns befinden. Ja. Relativ groß. So, aber jetzt benutzen wir erstmal die Seilbahn, um nach Club Teddybo zu gelangen. Ja, ich habe mein Ticket dabei. Ja, 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 hör auf zu labern. Ich will nach Club Teddybo. Auf geht's, Leute!
Wir fahren nach Club Teddybo. Wir fahren nach Club Teddybo. Wir fahren nach Club Teddybo. Und wir sehen Duster live, wenn das wirklich Duster ist. So. Hier wären wir auf der Bergspitze und wir können uns hier mal ein bisschen umsehen. Hier ist ein Geschenk, das mache ich aber erst im nächsten Part auf. Und ja! Was gibt's denn hier noch? Ein Frosch, wo man speichern kann. Hier, und hier ist der Club. Das ist die Szene aus meinem Intro. Die werdet ihr im nächsten Part live erleben. Und ja, ich würde sagen, wir speichern hier und im nächsten Part, da geht's weiter und hier, ich will jetzt mal mein Geld transfern und wir sehen uns. Bis dann.